Einer unserer Zuschauer hat darum gebeten, dass wir mal ein bisschen über die Arbeitslosigkeit, die wir momentan in Österreich schon ein sehr präsentes Thema ist, reden. Ich habe so das Gefühl, dass das auch so im Bekanntenkreis immer jetzt schon ganz gut zu sehen ist. Es gibt immer wieder jetzt Fälle, wo jemand aus seiner Arbeit verliert. Also es ist schon wirklich ein sehr präsentes Thema, finde ich. Was kann man denn da dagegen tun und woher kommt die denn jetzt auch? Arbeitslosigkeit ist immer eine Folge, wenn es der Wirtschaft schlecht geht und wenn die Löhne bzw. alle Kosten und Lasten, die mit der Anstellung eines anderen Menschen verbunden sind, zu hoch werden. Wenn nicht genügend Leute es sich leisten können, sei es, weil sie in wirtschaftlichen Nöten sind, sei es, weil es zu teuer ist, jemand anzustellen, dann werden die Menschen arbeitslos. Daher musst du schauen, dass es Unternehmern, also Wirtschaft, jenen Leuten, die andere anstellen könnten, erleichtert wird, dies zu tun. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass hier doch jetzt auch schon immer mehr von Maschinen übernommen wird, dass in Fabriken gerade eben ganz besonders da die Arbeitsplätze wegfallen, dass auch vielleicht beim Bauern mittlerweile immer mehr mit so großen Maschinen gemacht wird, dass da auch einfach das nicht mehr notwendig ist, so viel Personal zu haben? Ist das vielleicht auch ein Punkt, dass wir da einfach auch schon Schritte gegangen sind, die das einfach mit sich bringen? Noch dazu werden wir auch immer mehr Menschen. Dass das auch alles damit zusammenhängt. Wenn immer mehr Menschen. Naja, tendenziell steigt die Bevölkerung ja schon. Ja, mehrere Punkte dazu. Dieses Argument wird in der Tat ja häufig vorgebracht, ist aber, glaube ich, absolut falsch. Denn erstens haben wir ungefähr 200 Jahre, wo ständig Maschinen menschliche Arbeit ersetzt haben. Vor ein bisschen mehr als 200 Jahren die Dampfmaschinen. Und was glaubst du, wie viel Arbeit, menschliche Arbeit eine Dampfmaschine ersetzt hat, wenn da plötzlich Energie durch Verbrennen von Kohle oder was auch immer entstanden ist? Das ist also ein uraltes Argument und in Wahrheit hat genau diese Ersetzung von menschlicher Arbeit durch Maschinen zu dem Wohlstand geführt, der heute ja unvergleichlich größer ist als die sämtliche Geschichte. In der Geschichte war Armut, Not, Elend die menschliche Lebensbedingung für 90% aller Menschen. Immer nur eine kleine herrschende Schicht Adeliger konnte daneben ganz gut leben. Also das ist rein Lesebuchidylle, wenn man sagt, die gute alte Zeit. Ja, wenn du der älteste Sohn von einem Bauern warst, der den Bauernhof geerbt hat, ist da halbwegs gut gegangen. Aber Sohn Nummer zwei und den Schwestern, wenn sie nicht selber einen reichen Bauern geheiratet haben, ist es elendiglich gegangen. Die mussten sich als Knechte, Mägde verdingen, im Stall schlafen und waren froh. Aber wenn es überhaupt einen Bauern gegeben hat, der sie im Stall schlafen hat lassen und die Mägde wurden durchaus auch sexuell missbraucht. Also das war furchtbare Zeiten. Es ist nicht im Bewusstsein der Menschen, wie schlimm es war. Aber das war zu Zeiten, wo 80, 90% in der Landwirtschaft gelebt haben, bis dann angefangen hat, Maschinen, Mähdrescher und was es alles in der Landwirtschaft gibt, bis zu modernen, also Saattechniken. Immer mehr die Produktion zu optimieren und die menschliche Arbeit, die damit verbunden ist, zu substituieren. Jetzt fragt man natürlich, was machen denn die Menschen? Ne? Die haben halt früher am Acker irgendwie mit der Hand gearbeitet oder hinter einem Ochsen mit dem Pflug hergegangen. Es sind tausende Berufe entstanden, die es früher
nicht gibt. Denke alleine die Branche, aus der ich komme, die Medienbranche, sind ja nicht nur die Leute, die Zeitung machen, sondern PR-Agenturen, Kommunikationsberater, sonstige Berater. Es ist eine unglaubliche Fülle. Es gibt auch in den Pflegeberufen einen exponentiell wachsenden Bedarf an Menschen, die pflegen, weil zum Glück durch die Medizin Menschen immer länger leben, aber halt auch dann viele pflegebedürftige Jahre haben. Alle die Berufe, die rund um den Computer entstanden sind. Ja, der Computer hat viele Arbeit ersetzt, effizienter gemacht, aber es sind unglaublich viele neue Arbeitsplätze entstanden. Also, dass uns die Arbeit ausgeht, glaube ich, keine Sekunde, und ich kenne genug Menschen, die andere anstellen würden, wenn es nicht zu teuer wäre, andere anzustellen. Oder wenn du dann Angst haben musst, ja, wenn ich den anstelle und wenn es mir nächstes Jahr schlechter geht, habe ich Mühe, die wieder zu kündigen. Und in Ländern etwa, da ist ja Österreich noch relativ in der besseren Hälfte, in Ländern etwa, wo man auch, ja, wir kämpfen gegen die Arbeitslosigkeit und wir machen es unmöglich, Menschen, Mitarbeiter zu kündigen. Dort ist halt die Arbeitslosigkeit am größten, weil keiner mehr jemanden neu anstellt. Man hat es zwar verboten oder extrem schwer gemacht, jemanden zu entlassen, zu kündigen, aber das führt zur Folge, dass jeder Arbeitgeber sagt, potenzielle Arbeitgeber sagt, ich bin doch nicht blöd, um jemanden anzustellen, den ich zwar jetzt vielleicht brauche für das nächste halbe Jahr, aber wie es dann ist, weiß ich nicht, aber ich kriege ihn trotzdem nicht los, und ich kriege ihn auch nur los, wenn er quasi silberne Löffel gestohlen hat und nicht, wenn er halt sich als faul, nicht entwicklungswillig im sozialen Kontakt mit anderen Mitarbeitern ist, nicht gerade das Gelbe vom Ei herausstellt. Das gibt es ja, dass so Menschen, das ist in jenen Ländern, wo die Arbeitslosigkeit am höchsten ist, am schwierigsten. Also das zeigt diese Maßnahmen. Man verbietet quasi Arbeitslosigkeit völlig in die Hosen gehen. Das heißt, man sollte sich weniger darauf bemühen, die Arbeitslosigkeit zu verringern, sondern mehr einfach die Wirtschaft wieder zu steigern, dass das dann, genau, Hand in Hand auch geht. Jede Menschen, die ermutigen durch vielerlei Maßnahmen, dass sie wieder anderen Arbeit geben. Nur so funktioniert das. Aber wie kann man denn dann die Wirtschaft wieder gerade biegen quasi? Durch eine Fülle von Maßnahmen. Einmal, indem du die Kosten eines Arbeitsplatzes reduzierst. Das, was ein Arbeiter heute auf die Hand kriegt, muss sein Chef mindestens doppelt so viel ausgeben. Der Rest geht an Steuer, Sozialversicherungen und alles Mögliche. Also eine Arbeitsstunde, die du beim Installateur, Mechaniker zahlst, kommt nur zur Hälfte bei dem an, und nicht, weil der Chef so viel einsteckt, sondern weil so eine Fülle von Lasten drauf ist. Und das ist nicht nur, was jetzt direkt an Einkommensteuer, die der Arbeitnehmer zahlen muss, die er auch nicht auf die Hand kriegt, und Sozialversicherungen, die es beide zahlen, und verschiedene, was weiß ich, Kommunalsteuer, eine unendliche Vielzahl, sondern auch die unglaubliche Fülle von Vorschriften, die du erfüllen musst. Also getrennte Toiletten für Männer und Frauen. Jetzt fängt es in Amerika aber die Linke wieder die Tendenz an, man darf nicht getrennte Toiletten machen, weil dann würde man was die Zwischengeschlechtlichen, von denen es ein paar Dutzend gibt, diskriminieren. Denn ich sage, gehe ich jetzt auf die Männertoilette oder auf die Frauentoilette. Also wenn eine Gesellschaft keine Sorgen hat, macht es sich die absurdesten. Aber es hat einmal wer gezählt, dass man
28 verschiedene Beauftragte haben musst, wenn du ein Unternehmer bist. Sicherheitsbeauftragte, Gesundheitsbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Feuerbeauftragte, also die Brandschutz. Also eine unglaubliche Vielfalt. Und ich habe das selber erlebt, mit welchen idiotischen Ideen da solche Beauftragte kommen, die erstens den Arbeitgeber wieder Geld kosten, der zahlt es ja letztlich, das zahlt ja sonst niemand. Und wie sie auch die Arbeit aufhalten, weil sie in einer Redaktion ist, einer gekommen hat gesagt, ja, da stehen die Schreibtische zu knapp nebeneinander, da können die Menschen, wenn es brennt, nicht schnell genug flüchten. Habe ich gesagt, Herrn, in dem Raum sind 8 Menschen arbeitstätig und die haben sich die Schreibtische so aufgeteilt, wie sie wollen. Und damit sie halt in der Ecke ein bisschen am Platz für eine gemütliche Ecke, wo sie nach Arbeitsschluss halt ein Glas Wein trinken oder so oder was auch immer. Und die müssen ja nicht 8 nebeneinander hinausrennen, sondern können ja auch 8 hintereinander hinausrennen, wenn zwischen 2 Tischen halt nur, was weiß ich, 70 Zentimeter Platz sind. War ein Also Hunderte solche absurde Vorschriften quälen Menschen, die anderen Arbeit geben würden. Und deswegen verdrießt es immer mehr Menschen. In Österreich, wir haben einen katastrophalen Rückgang an Investitionen. Jeder, der Geld hat, trägt es ins Ausland. Also es ist vor allem in den letzten 10 Jahren, wo ja die Arbeitslosigkeit bei uns so explodiert ist. Man muss sich vorstellen, wir haben heute die höchste Arbeitslosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg, während wir um die Jahrtausendwende und in den ersten Nachkriegsjahren das beste Land in Europa waren, also im Hinblick auf die niedrigste Arbeitslosigkeit. Aber man lässt es treiben und hat sich immer neue Gutes ausgedacht. Na, da muss man da aufpassen und eben mit Gleichstellung. Also war einer der neuesten Trends, dass da nicht irgendeine Frau in ihrer Karriere weniger erfolgreich ist, als sie sich wünschte oder was auch immer die machen. Also das sind alles eine Fülle von Dingen und dann die gesamte Steuerlast, die auf das Unternehmen selber tut. Ein Unternehmer macht das, und das verstehen Sozialisten nicht, letztlich, weil er Geld verdienen will. Das ist für die Tod- und Erbsünde und man macht es immer schwieriger, Geld zu verdienen, und dann investiert er halt nicht und sagt, okay, ihr wollt das nicht, dass ich investiere. Und der Glaube, der Staat kann das ersetzen, ist überhaupt der totalste Irrglaube. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.